Sandra Wright. Sandra Wright. EMFV5. Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Mit dabei ist unser Professor Dr. Tony. Hey. Nach einem langen Hin und Her bin ich jetzt wieder Level 1. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Eigentlich wollten wir uns das Gefängnis angucken, aber jetzt, naja. Gut. Leveln wir mich mal schnell wieder hoch und dann schauen wir mal, ob wir in das Gefängnis kommen. Boah, ich muss jetzt erstmal wieder hier reinkommen, ne? Aha. Wenn man sich das so anguckt. Wie die ersten Menschen. Ich habe es auch gehört, dass die Geister nicht nur in einem Raum bleiben, sondern dass sie sich jetzt bewegen. Oh, hier oben ist schon eine Tür aufgegangen. Und zu. Kann nicht sein, wir haben 5 Minuten Zeit. Tonys Vater, sind Sie hier? George Jones heißt er. Ach so. Ach, warte mal, wir können ja... Oh, wie hat man nochmal über Funk gequatscht? Hallo? Toni? Hallo, hallo? 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 Hörst du mich? B und V. Oder zumindest B. Schön wieder hier zu sein. Warum sehe ich denn so rot aus? Das ist doch schon besser. Sehe was, was du nicht siehst. Du siehst ihn? Der ist tot. Ich verstehe dich nicht, was? Eine Ewigkeit später. Mach die Taschenlampe an. Tonys Vater, sind Sie hier? Timmys Mutter, bist du hier? Dann sollten wir mal unten gucken. Ja. Ich habe Fingerabdrücke gefunden. Nice. Guck mal nach Geisterorbs. Ich habe so das Gefühl, da oben werde ich kein Glück haben mit den Geisterorbs. Ach nee, hier war das, ne? Ist in der Garage. Okay. Wo ist denn nochmal die Garage? Hier. Ah. Hast du ein Fotoapparat? Ja. Machst du ein Foto von den Fingerabdrücken? Hab ich. Ich sehe nichts. Ich hol mal die Kamera von oben. Tonys Vater, sind Sie hier? George Jones. Auf V war reden, ne? Ja, V auf V. Okay. Ich hol mal das Geisterbuch. Ja. Lass mich hier alleine. Bist du da? Bist du hier? Also zur Not, ich habe das Kruzifix. Mit dem müssen wir den auch abwehren. Ja, würde ich sagen, das machst du. Oh, hinter mir ist eine Tür zugegangen. Ja, genau. Lässt mich jetzt alleine da reingehen, oder was? Ja, sicher. Mach das Licht aus, sonst kann ich doch keine Orb sehen, Mensch. Komm, Toni, halte durch. Tonys Vater, sind Sie hier? Doch, von Ihnen. Einer der Jonas Brothers. George Jones. George Jones, warum lachst du? George Jones. George. Das ist ein Zungenbrecher. Ich hör was.
George Jones. Ich höre was? George Jones. George Jones. Also die... George Jones. George Jones. George Jones. George Jones. Bist du da? EMF auf 3. George Jones. Bist du da? Bist du hier? Wo ist denn der Toni? Ich will doch nicht allein sein. Er war hier. Der rastet richtig. Der war gerade hier. Ja, ja, als ich da war. Wo bist Wie mache ich die Alarmanlage vom Auto aus? Keine Ahnung. Wir müssen den Schlüssel suchen. Ich hab den, glaube ich, schon. Dann drück mal E oder so. Gar nichts mal hier. Gar nichts. Du solltest ein paar Sanity-Pillen nehmen, sonst bist du echt tot, Alter. Ach Quatsch, ich doch nicht. Ich hab doch einen Schlüssel gefunden, nimm mir doch die Blade, du. Timmy, lebst du? Noch, ja. Garagenschlüssel habe ich, oh oh. George Jones. Bist du das hier? George Jones, bist du hier? Ah! Wo ist der? George Jones, mach die Alarmanlage aus. Ich such mal einen Schlüssel. Der ist bestimmt im Keller. George Jones. Wir haben bisher nur die Fingerabdrücke, oder? Ja, richtig. Oh. Er jagt. Du Arsch! Georgie, der Anton ist hier! George Jones! Bist du da am Gehen oder geht der? Okay, alles gut. Oh. Ach, eine Zange. Ja, genau. George Jones. Ich glaube, der hat Toni erledigt. Ja. So, dann wollen wir mal rausgehen. Ja, ich würde sagen, der Job ist erledigt. Gute Arbeit. Kein Foto für Betty Thompson. Ja. Irgendwie kommen wir bei dem aber auch nicht weit. Ich würde jetzt einfach mal behaupten,
kein Bild vom Geist. Ich würde jetzt einfach mal behaupten. Ich könnte immer noch Geisterorbs gucken. Hä? Okay, Geisterorbs können wir ausschließen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Gefriertemperatur und EMF auf 5. Ich vermute ein Banshee. Ah, ein Revenant. Du Muschi. Was hast du genommen? Ich hab genauso wie du gesagt hast, ein Banshee. Ach so. Ich habe für sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Tonys Vater. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Tonys Vater, sind Sie hier? Thomas Taylor, bist du hier? Thomas Taylor, bist du hier? Tommy Taylor. Tommy, hier kommt der Timmy. Tommy, hier kommt der Timmy. Thomas Taylor, bist du hier? Taylor. Tommy Taylor, bist du hier? Tommy. Thomas Tom Taylor. Taylor, rede mit mir. Minustemperaturen. Tommy. Er ist hier, ich habe ihn gesehen. EMF auf 4. Hier, du kannst aber mit ihm sprechen. Thomas Taylor, bist du hier? Ich höre euch, die Tür habe ich nicht aufgemacht. Hast du einen Fotoapparat? Ich stand mitten in ihm. Leider nicht. Ich konnte kein Selfie machen. Thomas Taylor, bist du hier? Ich hole mal einen Fotoapparat. War das da oben gerade ein Orb? Ja, ich hole einen Fotoapparat. Drecksack, ja. Wir haben Geister-Orbs. Ja, dann haben wir's. Ein Jurei. Ja. Ja, wolltest du schnell ein Foto schießen? Nee, lass. Okay. Komm, dann mache ich ein Foto. Hab ja sowieso nichts zu verlieren. Tonys Vater, Thomas Taylor, ich komme. Thomas Taylor, Thomas Taylor. Gott, ich hoffe, ich verliere meine ganzen 35 Dollar nicht. Wäre ja grausam. Thomas Taylor, zeige dich. Der wirft hier Sachen durch die Gegend. Thomas Taylor, zeig dich. Warum macht denn immer den Schrank hier auf? Thomas Taylor, zeige dich. Thomas Taylor, Thomas Taylor, Thomas Taylor, Thomas Taylor. Aus dem Schrank raus kannst du kein Foto. Ja, ich stehe davor. Der macht den immer wieder auf. Thomas Taylor. 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 Ja, komm zurück, bring weg. Irgendwie möchte der nicht. Na, immerhin 40 Dollar. Ich habe für Sie einige Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Tonys Vater. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja! Okay, let's go!
Sandra White. Sandra, die ist black, alright. Sandra White, bist du hier? Kann auch sicherlich das Messer nehmen, oder? Yeah. Schade, dass man das nicht benutzen kann. Muss oben sein. Ich hab ein Messer in der Hand, ich töte dich. Gina Wild, bist du hier? Hier oben ist ein Fingerabdruck. Gina Wild, bist du hier? Sandra Wild, bist du hier? Wild, alles klar. Hier sind Fingerabdrücke gewesen. Ja, habe ich eingetragen. Sandra White, bist du da? Minustemperatur. Okay. Und ich habe ein Kinderlachen gehört, das ist hier drinne. Kinderlachen? Kinderlachen. Jetzt wird das Spiel auch richtig interessant. Seit wann gibt's das denn? Hör ich auch zum ersten. Hast du das Buch? Ja, ich bring's dir hoch. Ach, voll unheimlich. Sandra White, bist du da? Reinschmeißen. Mach's gut. Was macht er da? Was macht er da? Oh, Alter. Das Kind steht vor dir. Ja, das ist ein Erwachsener. Hast gesehen? Ich hab nichts gesehen. Musst du dir meine Aufnahme später angucken. Die stand vor dir und hat getanzt. Nein. Sandra White, zeige dich. Oh. Fuck, 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 fuck. Der Funkkontakt ging die ganze Zeit. Die unterbricht den. Schade, kein Foto geschafft. Sandra White, zeige dich. Sandra White. Sandra White. Hä? EMF auf 5. Auf 5? Ja. Oh Gott, bitte lass die Tür jetzt auf. Ja, nice, dann haben wir. Tschö, Sandra. Na, Foto habe ich nicht hingekriegt. Ja, okay. Ist ein Banshee. Yeah. Na, wir hätten vielleicht noch das Foto vom Waschbecken machen können. Freigeschaltet mittlere Karte. Freigeschaltet starke Taschenlampe. Der Name des Geistes ist Tonys Vater. Georgie! Räum dein Zimmer auf! George Taylor. George Taylor. George Taylor. George. Hier ging's noch in den Keller. Ja. George Taylor, bist du da drin? Ah, hier wird's kälter. Kälter gewesen. George Taylor? Ich kenne keinen Menschen mehr, der sowas noch in seiner Wohnung hat. Ich
Ich hole mal die Kamera von oben. In der Garage. Fingerabdrücke in der Garage. Okay. Ich hole Fotoapparat. George Taylor, George Taylor, George Taylor, George Taylor, George Taylor, George Taylor. Du bist ein Arsch. Sicher ist sicher. Dann machen wir mal den Alarm aus hier. Er hat ins Buch geschrieben. George Taylor. George Taylor, bist du hier? Warum liegt der Trottel mit der Kamera? Er ist bei mir. Ah, eine Sekunde zu spät. George Taylor, ja. George Taylor, George Taylor. Oh, 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 oh. Toni? Also ich weiß, dass du nicht tot bist. Oh. Hab einen Knochen gefunden. Knochen. Ja, sehr schön. Also wir kriegen extra Geld für ein Bild. Ich dachte, du findest mich nicht. Klar. George Taylor, kannst du sprechen? Hier. Fix nichts gebracht, würde ich sagen. Oh, da hat der Timmy Bums immer. Ich stecke hier einfach. Oh nee, was ist das denn? Aha. Ja, ich sehe es. Wird er mich denn da reingekriegt? Blöd, er hat das Foto hier vom Geist nicht erwischt. Der war genau hinterm Schrank, habt ihr ja gesehen. Wo ist er denn hier? Gesprochen hat er nicht mit uns. Meisterbuch, Fingerabdrücke, was haben wir denn noch? Spirit oder Revenant? Ich würde sagen Spirit, weil ein Revenant hatten wir gerade. So, Spirit. Ich weiß auch nicht, was es ist. Geisterbox. Ah, der hat aber auch nicht gesprochen. Revenant. EMF 5. Ah, ich tippe, es ist ein Revenant. Würde ich jetzt auch beinahe sagen. Aber vorher stelle ich mal die Kamera auf, so damit du deine Leiche sehen kannst. Könnte ich doch schon sehen. Immerhin ändere ich als Dünger. Ich hoffe, man sieht es. Na sicher, das. Das ist echt lustig. Ja. Das sieht so geil aus. Also, ich würde sagen, persönlich. Das kommt davon, wenn du meinen Vater mit da reinziehst. Ja. Ich habe uns ja schon hier Geld für Knochen besorgt. Also ja, also wie gesagt, ich bleib beim Spirit. Ich habe keinen Plan. EMF war es nicht. Ein Revenant ist sehr unwahrscheinlich.
Ich guck mal was anderes. Bleibt nur der Spirit. Spirit hatten wir noch nicht, deswegen vermute ich eher mal, dass wir den Spirit haben. Muss dann Spirit sein, ganz ehrlich. Sag ich doch. Geh auf Spirit, ich hab keine Ahnung. Hab ich schon erledigt. Spirit, wenn du das hier siehst, kommst du dir doof vor. Ich ärgere den Toni manchmal so gerne. Haha! Ich hatte recht. Achso, ja, hast du ja gar nicht gehört. Der Name des Geistes ist Tonis Vater. Okay, Timmy wird wieder krepieren. Aber das mit der Pflanze sah echt geil aus. Oh, die hat das Waschbecken angemacht. Dreckiges Waschbecken fotografieren. Oh, Futtermacken! Lisa Smith, hast du Klopapier gebunkert? Lisa Smith, bist du ein Hamsterkäufer? Jeden Batte erstmal Klopapier. Ich habe irgendwas gehört. Ja, die stand hinter dir, ich habe sie nicht erwischt. Also hier im Bad ist es deutlich kälter. Sie hat ins Buch geschrieben. Geilo. Die macht immer so eine komische Melodie. Ja, die meine ich auch gehört zu. Unheimlich. Es klingt jetzt komisch, was ich sage. Aber ich glaube, in dem Haus spukt es. Oh, die hat den Turm ausgemacht. Lisa Smith, bist du da? Die hat den Strom ausgemacht. Lisa Smith, zeig dich. Oh. Lisa Smith, bist du hier? Das habe ich nicht kommen sehen. Da hatte Timmy wieder Bums. Hä? Wo war die? Unglaublich. Ich werde so ein schönes Foto von ihr machen. Oh. Hat sie uns jetzt beide erwischt? Nein. Ja. Aber okay. Wo liegt der Timmy denn? Komm, Toni, Futtermacken! Ha. Ach, ich muss auch drücken, wenn ich rede. Ja, das wäre gut. Ich finde dich nicht. Wo bist du? Im Keller. Hier im Strand? Hier unten im Keller. In den Keller. Er sucht mich nur hier oben. Die hat die Sicherung wieder rausgenommen, das habe ich gehört. Sollte ihm jetzt zu denken geben. Genau, runter, ja. Ich finde dich nicht. Ja, dann geh mal in den Keller. Bist du unten gestorben? Ja. Nein, nicht da. Der Keller ist total lang, Mensch. Ja, 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 genau. Du findest mich jetzt. Jetzt guck nach rechts. Ja, guck mal, da liegt doch die Kamera vor dir, Mensch. Ich check das nicht. Ja, ja. Ja. Alter, du Schatz. Du standst doch vor der Kamera! Ich finde dich nicht. Da, Treppe runter. Nein, nein, nein. Oh! Oh, Toni. So, ein Hoch auf WhatsApp. Im Keller.
wandert. Das, ich finde das irgendwie cool. Mama, bist du das? Ah, da. Ja, liegst wieder ganz vorteilhaft auf der Treppe. Ja gut, eigentlich war ich ja da oben. Mann, Erinnerungsfoto gemacht. Das kommt ins Album. Alter, wie geil. Warte mal gucken, ob er das sieht. Toni, dreh dich mal um. Ey, hier, ich kann Sachen nehmen. Ey, komm, ich kann... Ah, hier. Wie geil ist das denn? Toni, guck mal hier. Die Säge fliegt. Also, keine Fingerabdrücke. Ach, komm schon. Hier, siehst du das nicht? Oh. Gefriertemperaturen waren es auch nicht. Komm schon, das musst du noch sehen. EMF-Reader schlägt auch nicht aus. Geisterops habe ich auch nicht gesehen. Oh, stimmt, habe ich gar nicht geguckt. Fliegt dir das hier vor die Füße? Ist durch das Salz gegangen? Geisterbuch? Alter, jetzt muss es aber sehen. Ah, hier wirft irgendjemand mit einer Säge nach mir. Entweder du bist das oder der Geist. Nein, das bin ich! Ja, ist der Geist. Nein! Der Geist wirft doch nicht 70 Mal dieselbe Säge durch die Gegend. Oder ein Bug. Nein! Ist das geil! Aber eher ein Bug zu sein. Irgendwer wirft eine Säge nach mir. Bist du hier? Nein, hier ist eine Säge. Ja, scheinbar ist er hier. Und sie wiegt nochmal. Gehen wir jetzt mit der Säge in den Truck. Schade, ich glaube, der kann nicht fliegen sehen, oder? Die Kacksäge verfolgt mich. Das ist zu, du Drecksack. Verpiss dich mit der Säge. Geil. Oh, was steht man denn da? Ach, ne. Traurig, wenn die Säge jetzt weg. Ich muss mich konzentrieren. Du Wichser. Geh weg damit. Weißt du was? Nimm deinen Scheiß, ich fahr jetzt nach Hause. Was? Warte! Shade? Ich hab keinen Bock mehr. Nicht. So. Welcome back. Das ist ein Oni. Keine Ahnung, wenn du mir mit die ganze Zeit die Säge um die Ohren haust, Alter. Welche Säge? Hast du mir nicht die Säge? Halt's Maul, Alter! Hä? Das warst du 100 Pro, Alter! Ich weiß nicht, was du meinst. Normal weißt du das. Geil, oder? Seit wann geht das? Keine Ahnung, hab ich gerade eben rausgefunden. Ich denke, geil, man kann die Säge nehmen, ich schmeiß dir die vor die Füße und... Ja, ist ein Bug. Ich hab wirklich gedacht, hä? Normalerweise verfolgen die Gegenstände einen doch gar nicht. Ah, hab ich gesagt,
Hab ich gesagt, das ist ein Bug, Alter. Und ich dann mal auf die Idee gekommen bin, ey, ihr verfolgt mich bis in den Truck, das geht doch nicht ab, Tim, Alter. Oh, herrlich. Ich hab gedacht, der Hund. Warum? Du, ist der Geist hier oben? Flupp, ich schmeiß die Säge vor die Füße. Ja, der ist hier oben. Das mache ich nächstes Mal auch mit Büchern oder so. Ich werf die nach dir, Alter. Ja, Freunde, schade. Wir haben es diesmal nicht ins Gefängnis geschafft. Aber wir bleiben dran. Ich hoffe nicht, dass es an meinem Level liegt. Ich habe nämlich versehentlich meinen kompletten Speicher gelöscht. Peinliche Geschichte, will ich nicht drüber reden. Aber ich würde sagen, egal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann hoffentlich im Gefängnis. Ich würde sagen, bis dahin. Haut rein. Tschüss.